Ich möchte euch heute eine kleine Geschichte erzählen. Die meisten haben diesen Kanal für Star Wars abonniert. Und genau darum soll es heute gehen. Doch nicht ausschließlich. Wir wollen heute gleichzeitig über die Kopie und das Original von Star Wars sprechen. Wir wollen uns anschauen, wie in der ewigen Legende dieser beiden Geschichten ein Messias emporgestiegen ist, Blender enttarnt wurden und das Kino nicht nur einmal eine Revolution erlebt hat. Wir werden sehen, wie ein neuer Stern am Himmel erscheint und die größte Geschichte der Menschheit zugrunde geht. Heute geht es um die unendliche Geschichte von Star Wars und Dune. Ich darf keine Angst haben. Die Angst tötet den Geist. Wo die Angst vorübergezogen ist, wird nichts mehr sein. Nur ich werde noch da sein. Diese Worte sind eine antike Lehre aus dem Orden der Bene Gesserit im Dune-Universum. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber wenn ich diese Worte höre und mir die entsprechenden Szenen im Film und Buch anschaue, sehe ich förmlich den kleinen grünen Yoda vor mir, der Anakin erklärt, dass die Angst ein Weg zur dunklen Seite ist. Das ist aber bei weitem nicht die einzige Ähnlichkeit zwischen Dune und Star Wars. Die eben erwähnten Bene Gesserit sind ein Orden von Hexen, deren bekannteste Fähigkeit die Stimme ist, was so ziemlich die Dune-Version von der Macht in Star Wars sein könnte. Diese riesigen Monster, die den Planeten Arrakis so gefährlich machen, sehen vor allem, was ihr Kauwerkzeug angeht, dem Sarlacc aus Star Wars unglaublich ähnlich. Die bösen Soldaten sind komplett in Weiß gekleidet, was eher unüblich für solche Geschichten ist. Wir haben Tatooine und Tatooine 2.0, den Imperator und den anderen Imperator, das Spice und das andere Spice, Sandcrawler und die anderen Sandcrawler. Diese Liste könnte noch endlos so weitergehen. Die Gemeinsamkeiten dieser beiden Universen können kein Zufall sein. Was ist also passiert und wer hat von wem gestohlen? Frank Herbert's 1965 novel Dune has often been called one of, if not the best, science fiction book of all time. It's also been cited as a source of great inspiration for Star Wars. It's not just that Star Wars ripped off Dune. George Lucas's Galaxy Far, Far Away drew inspiration from a wealth of sources. However, one of the most overlooked inspirations for Star Wars is coincidentally one of its biggest, Frank Herbert's Dune. Ich bin nicht der Erste, dem auffällt, dass es in diesen beiden Geschichten so einige Parallelen gibt. Der Vorwurf, das eine wäre eine Kopie des anderen, kam also schon mehr als einmal vor. Erstmal sollte erwähnt werden, dass Frank Herberts Roman Dune im Jahr 1963 erschienen ist. Das heißt, ganze 14 Jahre, bevor Star Wars A New Hope in den Kinos veröffentlicht wurde. Wenn also jemand geklaut hat, dann war es George Lucas. Aber hat er das wirklich? Um das zu beantworten, sollten wir verstehen, wie genau der ikonische Beginn der Geschichte aus der weit, weit entfernten Galaxis wirklich war. Well, I've been thinking about kind of a space adventure, Saturday matinee serial kind of movie. George Lucas hatte damals seinen Film American Graffiti abgedreht und rechnete dabei mit keinem großen Erfolg, da der Film nicht einmal veröffentlicht werden sollte. Doch George Lucas hatte schon seine nächste Idee. Er wollte eine Geschichte im Weltall erzählen. Das hat er auch versucht, doch so ziemlich kein Studio war daran interessiert. Letztendlich war es der Chef von 20th Century Fox, der ganz zufällig bei einem Screening von American Graffiti anwesend war, den Film so gut fand, dass er ihn veröffentlichen wollte und George Lucas dann sogar noch fragte, hast du noch irgendeine andere Idee? Es waren $20,000, die Lucas damals bekommen hat, um 6 Monate am Skript von Star Wars zu schreiben. Was dabei rauskam, war die Geschichte der wohl größten Filmtrilogie aller Zeiten. By this time I had written a very long script and I had been forced really to, rather than do a 6-hour, convince them to do a 6-hour movie, which I knew they weren't going to do. I came to the reality that I was going to have to cut this into 3 pieces. And do the first 2 hours, and then hope somehow, some way I'd get the other 4 hours made.
Doch bei so einem Prozess, dem Prozess einer der größten Geschichten der Menschheit zu schreiben, kommt natürlich nicht einfach alles aus dem Kopf des Autors. So kreativ George Lucas oder jeder andere Schreiber auch sein mag, es ist einfach unmöglich, dass jede Idee einzig und allein von ihm kommt. Damit sind wir beim Begriff der Intertextualität angelangt. Und keine Angst, ich will mit euch hier jetzt keinen Deutschunterricht machen. Intertextualität ist einfach nur ein geschwollener Begriff, um auszudrücken, dass so gut wie jeder Text mit einem anderen verwandt ist. So sprechen wir häufig davon, dass Filme wie Harry Potter sehr stark von Star Wars inspiriert sind, weil es Dutzende Parallelen gibt. Genauso ist es logischerweise aber auch damals bei Star Wars selbst gewesen. George Lucas hatte zahlreiche Einflüsse beim Zusammensetzen seiner Geschichte. So verweist er zum Beispiel immer wieder auf Joseph Campbell, der das Prinzip der Heldenreise erforscht und zusammengefasst hat. Es ist diese Heldenreise Lukes, die das Zentrum seiner Geschichte bildet. Aber auch bei anderen, meisterhaften Autoren wie Tolkien hat sich George Lucas einiges abgeschaut. So war er beeindruckt von seinem Worldbuilding und wollte es schaffen, dass seine Filme eine ähnlich große Welt erschaffen wie die des Herr der Ringe-Schöpfers. Auch Dinge wie Flash Gordon oder Bucky Rogers waren Teil von George Lucas' Quellen. Doch es gab wohl keine andere Geschichte, die so einen Einfluss auf all das hatte, was wir heute so lieben, wie Dune. Science fiction, when people say science fiction, they automatically go, Yeah, but I write science fiction for people who don't read science fiction. Dune, der Wüstenplanet, wird bis heute von vielen als die größte Science-Fiction-Geschichte aller Zeiten bezeichnet. Logisch war also Dune das Vorzeigebeispiel, wenn du vorhattest, eine gute Sci-Fi-Story zu schreiben. George Lucas hat sich an diesem Beispiel also ordentlich bedient und sich nicht davor gescheut, mehr als nur einen Aspekt aus diesem Universum zu leihen. Frank Herbert, der Autor von Dune, hat sogar mal selbst in einem Interview davon gesprochen, dass er sich beherrschen musste, nicht gegen George Lucas und Star Wars zu klagen, da es so eine Kopie seiner eigenen Geschichte war. Aber wäre das gerecht gewesen? Ist Star Wars nun wirklich eine Kopie von Dune? Ich persönlich finde nicht. Wir haben gesehen, dass George Lucas viele verschiedene Quellen hatte und Star Wars eine Zusammensetzung verschiedener Inspirationen und George Lucas eigener Kreativität war. Genauso habe ich den Begriff Intertextualität vorher nicht umsonst erwähnt. Jeder Text ist mit irgendeinem anderen verwandt. Jede Geschichte hat ihre eigene Inspiration. Auch Frank Herbert hat sich bei Dune beispielsweise von Joseph Campbell und seiner Heldenreise inspirieren lassen. Wenn Star Wars also eine Kopie von Dune ist, dann ist es Dune, Harry Potter und so gut wie jeder andere Film auch. Star Wars ist also keine Kopie. Das ist aber noch nicht das Ende der verworrenen Beziehung dieser beiden Filme. Vor uns liegen noch meisterhafte Erzähltechniken, brachiale Kinorevolutionen, ein königlicher Aufstieg und ein fürchterlicher Absturz. Planet Arrakis is so beautiful when the sun is low. Rolling over the sands, you can see spice in the air. Am 22. Oktober 2021 war es soweit und der legendäre Dune-Zyklus sollte nochmal verfilmt werden. Auch wenn es im Jahr 1984 bereits eine Adaption der Buchreihe im Kino gab, damals noch ausgelöst durch den großen Star Wars-Hype, war es soweit, dass Frank Herberts Geschichte eine ihm zu 100% würdige Sammlung an Bewegtbild bekommen sollte. Doch bevor wir uns mit der Geschichte von Paul Atreides auf der großen Leinwand beschäftigen, sollten wir uns erstmal Star Wars anschauen. Denn um die unglaubliche Kunst hinter dem Vergleich dieser beiden Geschichten und dem Aufstieg der einen in Beziehung mit dem Untergang der anderen wirklich zu verstehen, müssen wir erstmal verinnerlichen, wie George Lucas seinen Helden auf dem Sandplaneten zum einzig wahren gemacht hat. And then that with Anakin, you know, kind of duplicating the Luke Skywalker role, but you see the echo of
where it all is going to go. And instead of destroying the Death Star, he destroys the ship that controls the robots. Again, it's like poetry, it's sort of, they rhyme. Mm-hmm. Every stanza kind of rhymes with the last one. Es gibt sicherlich tausende Einzelheiten, die Star Wars zu dem machen, das es heute ist. Da sind ikonische Figuren wie Darth Vader oder Yoda, brachiale Momente wie der Vader-Plot-Twist und coole kreative Kämpfe, die mit den Lichtschwertern als Waffen einfach besonders sind. Doch all das ist es nicht, was George Lucas' Genie wirklich definiert. Coole Waffen oder Figuren gibt es überall, aber Star Wars ist einmalig. Das liegt an einer wortwörtlich ganz simplen Sache. George Lucas schreibt simpel. Bereits in einem älteren Video habe ich über die besondere Art gesprochen, in der George Lucas seine Geschichten erzählt. Am besten zu beobachten ist das in der allerersten Szene der Saga. Alles, was passiert, ist nämlich vollkommen linear und kontinuierlich. Wir sehen eine Verfolgungsjagd. Ein Schiff schießt auf das andere. Was ist der nächste logische Schritt? Genau, wir schneiden in das beschossene Schiff und sehen die direkten Folgen des Angriffs. Aus dieser Reaktionsszene gehen wir ohne Schnitt über in die nächste Aktion und auch hierauf folgt wieder eine Reaktion. Dieses Aktio-Reaktio-Schema befolgt George Lucas nahezu peinlich penibel. Es gilt nicht nur für den Einstieg in seinen Film, sondern zieht sich von Tatooine über Alderaan bis zur Zerstörung des Todessterns. Es ist diese besondere Art der Erzählung, die Star Wars für alles und jeden sofort zugänglich und einfach schön macht. Es ist diese Weise, in der man ein Märchen erzählt. Dieser Märchencharakter ist das wohl Wichtigste, um die Magie der Geschichte von George Lucas zu verstehen. Star Wars erzählt ganz bewusst ein Märchen, eine Art Kindheitstraum. Luke Skywalker, der in den charakteristischen Sonnenuntergang Tatooines schaut und sich nach der Ferne sehnt, im festen Wissen, ich bin für etwas Größeres bestimmt. Wer hatte nicht einmal den Moment, von sich selbst so groß zu denken? Sich sicher zu sein, dass wenn da nicht all die Herausforderungen des Alltags wären und wir einmal ganz frei sein würden, große Abenteuer und eine bedeutungsvolle Zukunft auf uns warten. Es ist das natürliche Gefühl eines jeden Kindes oder besser gesagt eines jeden Menschen. Dieses Gefühl spricht Star Wars an. Eben dieses Gefühl macht Star Wars so besonders. Das Gefühl dieser schillernden fremden Welt, das Gefühl des Abenteuers, der Ritter, Prinzessinnen und Zauberer, das ist es, was Star Wars so unvergessen und so universell gut macht. George Lucas ermöglicht einfach jedem den Einstieg in diese Welt und kreiert in ihr eine wahre Wohlfühloase der Fantasie. Es ist dieser Aspekt, den sich Lucas vom Meister Tolkien abgeschaut und noch weiter perfektioniert hat. Sowohl die weit, weit entfernte Galaxis als auch die Welt von Mittelerde erschaffen einen nahezu unendlichen Kosmos, in dem der Fantasie und der Kindheit keine Grenzen gesetzt sind. Das heißt nicht, dass alles in dieser Welt nur schön ist. Es gibt Dunkles, Brutales und manchmal auch echt Trauriges, doch am Ende des Tunnels steht immer die Freude, die Hoffnung, das Star Wars-Gefühl. Ein Gefühl, was so komplex zu definieren ist. Ein Gefühl, das ich immer wieder erwähne und das jeder ganz anders und vor allem an ganz anderen Stellen fühlt. Doch schließlich ist es dieses eine Gefühl, das uns alle als Fans eint und George Lucas zu einem der größten Geschichtenerzähler aller Zeiten macht. Aber wie sieht das denn jetzt mit Dune aus? Was ist es, das Dune so besonders macht und es dazu brachte, Star Wars zu übertreffen? Bevor wir uns dieser Frage stellen, möchte ich euch erstmal eine andere stellen. Kennt ihr das, wenn ihr auf Instagram oder YouTube von einem coolen Film hört, den ihr gerne schauen würdet, wie hoffentlich nach diesem Video Dune, es den aber einfach auf keinem der vielen Streaming-Services gibt? Ich kenne das ziemlich gut, habe dafür aber auch schon eine Lösung
Und zwar gibt es so gut wie jeden Film, den ihr sehen wollt, in irgendeinem Land dieser Welt auf Disney Plus, Netflix oder Amazon Prime. Aber keine Angst, ihr müsst nicht extra nach El Salvador oder Indien fliegen, um Dune zu schauen. Dafür ist nämlich der heutige Sponsor dieses Videos dabei. Mit NordVPN habt ihr nämlich ganz einfach die Möglichkeit, euch digital mit einem Klick in alle möglichen ausländischen Server zu wählen und dort das gesamte Streaming-Angebot der USA, England, Spanien oder sonst was wahrzunehmen. Fast noch viel wichtiger ist aber, beim Suchen nach dem Film, den ihr schauen wollt, müsst ihr euch auch keine Sorgen mehr um eure virtuelle Sicherheit mehr machen. Der Bedrohungsschutz von NordVPN erkennt Phishing-Links oder Schadensoftwares und warnt euch rechtzeitig. Ihr steht so im Internet so stabil wie ein Droidiker hinter seinem Schild und macht es bösen Menschen ziemlich schwer, euch irgendwie dran zu kriegen. Mit dem ersten Link in der Videobeschreibung kriegt ihr aktuell ganze 4 Monate geschenkt, wenn ihr einen 2-Jahres-Plan abschließt. Ich will ja nicht sagen, aber das ist einiges an Zeit, um die geballte Streamingkraft der Welt zu nutzen und dabei sogar noch komplett sicher unterwegs zu sein. Für uns geht es jetzt von Tatooine nach Arrakis, doch ich empfehle euch einen kurzen Zwischenstopp bei NordVPN. Das Dune-Universum ist immens und komplex. Es braucht mehr als ein halbes Dutzend Bücher, um es in Gänze zu verstehen, und selbst dann berichten viele, dass sie noch immer nicht ganz durchgestiegen sind. Vielleicht ist das der Grund, aus dem Frank Herberts Geschichte eine Verfilmung brauchte, um das zu schaffen, was eigentlich unmöglich scheint. Star Wars übertreffen. Wie bereits erwähnt, erschien Dune Part 1 im Jahr 2021. Auch wenn diesem Film bereits mehrere Romane und eine Verfilmung aus dem Jahr 1984 vorgegangen sind, war Dune Part 1 für viele, genauso wie für mich, der erste Kontakt mit der Welt von Frank Herbert. Das hier ist vor allem ein Star Wars Kanal, weshalb einige von euch vielleicht noch nie von Dune gehört oder es nie geschaut und gelesen haben. In einer Zeit, in der es an jeder Ecke ein großes Filmuniversum gibt und das Kino von Riesen wie Marvel, DC und eben Star Wars dominiert wird, galt es nun also, dieses so komplexe Universum von Dune in nur einem Film verständlich und zugänglich zu machen. Das ist eine Mammutaufgabe und nahezu unmöglich. Das wussten auch die Menschen hinter Dune Part 1, weshalb sie es einfach sein ließen. But the paradox of it all is you can have a shorter film and it's less engaging. And in Dune, you know, the most important thing was to find the story compelling and to be on board with this family's journey into danger. And so, you know, maybe a lot of the adjustment at the beginning of the film is to do with that, is giving space and time to kind of set up those many characters and the constellation of those characters successfully before you test them. Dune Teil 1 macht das genaue Gegenteil zu Star Wars, was für mich in der Recherche zu diesem Video einfach nur schockierend war. Wir haben nun schon viel über die Gemeinsamkeiten dieser beiden Universen gesprochen, doch in ihrer Verfilmung sind sie das genaue Gegenteil. George Lucas erzählt ungeheuer simpel, linear und erklärend. Eines folgt auf das andere. Was sind die Jedi? Wir bekommen es erklärt. Was sind die Hintergründe der verschiedenen Figuren? Wir bekommen es erklärt. Der Schnitt ist ganz klar und strukturiert. Wir wissen immer, wo und wann wir sind. Es ist eben die perfekte, simple Art, ein Märchen zu erzählen. Dune macht das vollkommen anders. Zu Beginn des Films bekommen wir eine kurze Einführung. My planet Arrakis is so beautiful when the sun is low. Rolling over the sands. Diese wenigen Worte sind alles, was wir an eindeutiger Exposition bekommen. Doch auch diese Worte sind mehr ein Eindruck als eine richtige Erklärung. Es ist nicht Galadriel aus Herr der Ringe, die alles weiß und uns das darlegt, oder der Eröffnungstext von Star Wars, der uns die Geschehnisse zusammenfasst. Es ist ein Voice-Over von Zendayas Figur Chani, die selbst so gut wie nichts weiß und uns lediglich wenige Eindrücke ihres Lebens
und ihrer Vergangenheit schildert. Auch der darauf folgende erste Akt des Films etabliert nur das, was unbedingt nötig ist. Wie sieht ein Kampf aus und wie ist diese Galaxis in etwa strukturiert? Mehr erfahren wir nicht und das ändert sich über den gesamten Film nahezu gar nichts. Viele Kritiker und Zuschauer haben sich genau darüber beschwert. Am Ende des Films kenne man keine Figur so wirklich, nur Paul Atreides wird so richtig charakterisiert, obwohl auch er zum Ende von Teil 1 noch ein richtiges Mysterium ist. Das klingt alles erstmal sehr negativ, doch man mag es kaum glauben, doch genau das war Absicht. Often in these films, there's so much ground to cover and so much to explain, that the writers feel like the only way to capture the massive scope of the world is to explain it to the audience. At best, they can feel like a faithful retooling, skillfully managing the scope of the source material to fit into a 2 to 3 hour runtime. But at worst, they come off like a SparkNotes synopsis, which fails to capture the heights and scale of the original. Denis Villeneuve und die Writer von Dune haben sich nämlich dazu entschieden, noch simpler als George Lucas zu erzählen. Und nein, das heißt nicht noch logischer und linearer, sondern das genaue Gegenteil. Während George Lucas so simpel erzählt, dass wir uns nicht mal richtig auf die Handlung konzentrieren müssen und somit nur fühlen können, lässt Denis Villeneuve diese Handlung nahezu vollkommen weg. Er wirft im Film so viele Fragen auf, dass sie erst gar nicht alle beantwortet werden können. Er nimmt dem Zuschauer jegliche Kontrolle und jegliches Verständnis zu dem, was passiert. Das erklärt der Editor des Films in einem Interview unglaublich treffend anhand der ersten Szene des Films. Give me the water. Wir haben eben gesehen, wie George Lucas seine Eingangsszene in Episode 4 vollkommen linear und logisch geschnitten hat. Da war die Aktio und die Reaktio. Die Zeit bewegt sich linear und in der zweiten Szene wird die Folge der ersten Szene erklärt und in der dritten Szene die Folge der zweiten. Joe Walker, der Editor von Dune, hat das etwas anders gemacht. In der Frühstücksszene zu Beginn des Films sehen wir, wie Jessica ihren Sohn dazu auffordert, die Stimme zu nutzen. Das versucht er, seine Lippen bewegen sich asynchron zum Ton und Jessica reagiert auf seine Aufforderung. Es passiert etwas und wir schneiden auf Jessicas Reaktion darauf. Also alles noch ganz im George Lucas-Stil. Doch bevor die Bewegung überhaupt beendet ist, schneiden wir wieder und das Wasserglas hat sich nicht bewegt. Das, was wir gerade gesehen haben, war nicht real. Oder war es das? Dieser Vorgang wird nicht erklärt, sondern einfach so stehen gelassen. Genau diese Art des Schnitts passiert noch häufig in diesem Film. Paul, der zum ersten Mal Spice konsumiert, die Mutter, die den Gom-Jabbar in den Händen hält, all diese Szenen vereinen sich in einer einzigen Eigenschaft. Sie sind nicht linear. Schon früh im Film geben wir auf zu verstehen und versuchen zu fühlen, wie es viele der Kritiker gesagt haben. Wir kennen keine der Figuren wirklich. Leto Atreides stirbt, bevor wir auch nur das Kleinste über ihn erfahren können. Doch wir trauern um ihn. Die Harkonnen haben exakt eine ruhige Szene, in der sie ein wenig erklärt werden. Mehr nicht. Doch wir fürchten sie. Der Imperator wird ein paar Mal im Nebensatz erwähnt, doch er ist interessanter als so ziemlich 90% aller Filmfiguren der letzten 10 Jahre. Und Paul Atreides scheint ein normaler Junge zu sein. Doch das ist er nicht. Wir wissen nichts über ihn, doch trotzdem sorgen wir uns um ihn und fiebern mit. Wir wissen also so gut wie nichts, doch fühlen gleichzeitig so gut wie alles. Unlike most adaptations, though, Dune isn't like Lord of the Rings or like The Last Airbender. It isn't narratively dense at all. What surprised me most about Dune was, despite the sprawling source material, Denis Villeneuve and his team's first installment in this Dune adaptation is a lesson on the efficacy and power of simplicity in filmmaking.
Es ist diese besondere Art des Erzählens, durch die Dune eine so einzigartige Stimmung erschafft. Ein Gefühl beim Schauen, das so kein anderer Film erreicht. Wie genau diese Art des Schnitts und des Writings funktioniert, wissen sehr wahrscheinlich nur Villeneuve und sein Team selbst. Es gibt hunderte Videos zu diesem Thema auf YouTube und auch wenn alle Erklärungen verschieden und komplex sind, gibt es eine Gemeinsamkeit, in der sie sich alle einig sind. Dune bricht alle Regeln des modernen Kinos und erzählt einzig und allein auf der Basis eines Gefühls. Wir haben uns nun also angeschaut, was die beiden Geschichten von den Sandplaneten so besonders macht, wie George Lucas Menschen generationenübergreifend in den Bann zieht und wie Denis Villeneuve Frank Herberts Geschichte in neuem Glanz strahlen lässt. Doch was jetzt noch vor uns liegt, ist der letzte Akt dieses Dreiteilers. Der Absturz und der Aufstieg. Der dritte Akt eines Films wird meistens durch einen großen finalen Kampf gekennzeichnet. Wir sehen, wie der Protagonist sich einer finalen Prüfung stellen muss. Die beiden Protagonisten dieses Videos waren lange Zeit nicht in der Rolle, einen direkten Kampf auszutragen. Herbert's Dune galt in der Literatur als Standardwerk des Science-Fiction-Genres und George Lucas' Krieg der Sterne gilt mindestens seit den 80ern zur Grundkenntnis eines jeden Menschen. Beide Geschichten hatten ihre eigene Welt und standen nie in direkter Konkurrenz. Das sollte sich nun im Kinozeitalter der großen Franchises, Studios und Produktionen ändern. Ein Zeitalter, in dem aus jedem Quäntchen Story das Maximale an Geld herausgeholt wird, belebt selbstverständlich auch die zwei begrabenen Geschichten von den Sandplaneten wieder. Eine Wiederauferstehung sollte von viel Hass, Frust und Trauer geprägt sein. Die andere beschreibt allerdings fast schon peinlich kitschig die Geschichte eines Helden, der sein Schicksal verfolgt. Doch was hat all das nun mit dem finalen Kampf und Dune und Star Wars zu tun? Ich glaube, wir alle kennen die moderne Geschichte von Star Wars nur allzu gut. Die Geschichte der Trilogie des Hasses, der Serien der Scham und der Imperatorin des Grauens. Für dieses Video möchte ich mir eine weitere lange Kritik an den Sequels sparen. Dazu gibt es zu Genüge Videos auf diesem Kanal. Für heute soll nur eine Sache wichtig sein: die Personen hinter den Filmen. Rian Johnson und J.J. Abrams waren die beiden Regisseure hinter den drei Sequel-Filmen. Eigentlich sollte es erst J.J. Abrams sein, der bereits eine ganze Trilogie als Plan hatte. Doch dann kam Rian Johnson und letztendlich war es wieder J.J., der den letzten Film gemacht hat. Im Hintergrund gab es noch zahlreiche andere personelle Kontroversen. Zum aktuellen Zeitpunkt hat es noch keinen Star Wars-Film unter Disney gegeben, der ohne das Feuern der Hauptverantwortlichen abgelaufen ist. Falls ihr mir das nicht glaubt, schaut es nach. Sowohl Solo und Rogue One als auch die drei Sequel-Filme hatten alle riesige Kontroversen um das Personal. Was dabei herauskam, war das, was viele als Anti-Trilogie bezeichnen. Eine Reihe von Filmen, die nicht nur einzeln schlecht ist, sondern vor allem in ihrer Gänze als Trilogie auf allen Ebenen versagt. Eine Trilogie, die aus dem wunderschönen Space-Märchen Star Wars einen toxischen und verhassten Sumpf von frustrierten Fans gemacht hat. Es ist diese Geschichte, die wir alle kennen. Doch ich bin mir sicher, dass nur die wenigsten die Geschichte des Messias aus der Dune-Welt kennen. Lisan Al-Ghaib beschreibt in der Welt von Dune die sogenannte Stimme der Außenwelt, die dazu bestimmt ist, das Volk der Fremen ins Paradies zu führen. In der Geschichte des Buches wird uns erzählt, dass Paul Atreides dieser Messias ist. Doch der wahre Lisan Al-Ghaib lebt nicht unter der brennenden Sonne von Arrakis, sondern in einem schönen Idyll namens Kanada.
And when I discovered the book, it was in the same time that I was like discovering what's the work of a filmmaker. I was getting more and more interested about what happened behind the camera. So there's a kind of coincidence between discovering Dune and starting to dream. Denis Villeneuve war 12 Jahre alt, als er Dune zum ersten Mal gelesen hat. Die Welt von Arrakis und die Abenteuer von Paul Atreides haben ihn damals schon so in den Bann gezogen, dass er sich in diesem Alter vorgenommen hat, ich will diese Geschichte verfilmen. Genauso wie im Film war es eine lange Reise, bis Villeneuve die grausame Wüste Hollywoods durchqueren konnte. Er hat mit sehr originellen Filmen gestartet und ist dann im Science-Fiction-Genre angelangt. Mit Filmen wie Arrival oder Blade Runner ist er der Kopf hinter welchen der größten Science-Fiction-Geschichten unserer Zeit. Doch all das war nur Übung. Er nimmt bewusst Aufträge aus dem Science-Fiction-Genre an, um eben dieses Genre zu perfektionieren. All das, was viele als ein Lebenswerk und grandiose Kunst bezeichnen würden, ist für Denis Villeneuve nur der Weg. Der Weg, um stärker zu werden, sodass er irgendwann in der Lage ist, seinen Kindheitstraum zu erfüllen. It's like an impossible task to bring to life something that has been so close to your heart and your and soul and that you dream for 40 years. Es ist dieser so unscheinbare Mann, der den Dune-Aufstieg neben dem Untergang von Star Wars ermöglicht. Auch wenn es sicherlich noch andere Menschen gibt, die hier erwähnt werden müssen, Greg Fraser oder Joe Walker, ist es doch vor allem Denis Villeneuve, der Dune so anders und vor allem so viel besser als Star Wars macht. Er ist der Kopf hinter der Trilogie und erzählt eine Geschichte, die keine Anti-Trilogie ist. Viele bezeichnen Dune Teil 2 als den Empire Strikes Back oder den Herr der Ringe, die zwei Türme der 20er. Ich würde einen Schritt weiter gehen und Denis Villeneuve, den George Lucas oder den J.R.R. Tolkien der 20er nennen. Es ist dieser Mann, der aus Dune ein Kunstwerk für die Masse gemacht hat. Es ist dieser Mann, der Star Wars so sehr fehlt. Viele wünschen sich George Lucas zurück. Und ja, das wäre schön. Doch ich glaube, wir sollten nicht hoffen, dass er zurückkehrt. Star Wars sollte seinen eigenen Lisan al-Ghaib, seine eigene Stimme aus der Außenwelt suchen, die das Zeug dazu hat, Star Wars wieder zu dem zu machen, was Dune heute ist. Schreibt mir jetzt aber mal in die Kommentare, was ihr denkt. Habt ihr Dune geschaut oder gelesen und was haltet ihr davon? Denkt ihr auch, dass Star Wars einen Visionär wie Denis Villeneuve braucht? Und welche Art des Erzählens gefällt euch besser? Star Wars oder Dune? Ich bin gespannt, was ihr sagt. Vergesst auch auf keinen Fall, unter dem ersten Link in der Videobeschreibung bei NordVPN vorbeizuschauen. Und ansonsten hoffe ich natürlich immer, dass euch das Video gefallen hat. Wenn ja, zeigt mir das hier sehr, sehr gerne mit einem Like oder einem Abo. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal.